Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Indiana Jones 5, Indiana Jones, das Rad des Schicksals oder wenn ihr es im Originalen lieber mögt, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ja, in diesem Film geht es um den in die Jahre gekommenen Indiana Jones, der auch schon kurz davor ist, in Pension zu gehen und eigentlich jetzt auch keine großen Abenteuer mehr so geplant hat. Dem es auch wirklich gar nicht gut geht, denn so ein bisschen sein Leben verläuft nicht wirklich so, wie man es gerne dem Indiana Jones wünschen würde. Seine Frau hat ihn verlassen und ja, er kommt auch nicht so wirklich damit klar, dass er jetzt bald in Rente geht. Und alles scheint so ein bisschen für ihn so, ja, einfach nicht so zu verlaufen, wie er es gerne hätte. Bis eines Tages sein Patenkind auftaucht, die Helena Shaw. Gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Und ja, sie sagte, sie möchte gerne das Rad des Schicksals suchen. Und einen Teil davon hättest du doch damals von den Nazis gestohlen mit ihrem Vater und so weiter. Und ja, Harrison Ford, unser Indiana Jones, ja, sagt auch, dass seinem Vater das viel, 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 viel Ärger eingebracht hat und ihm das Ding in den Wahnsinn getrieben hat. Denn dieses Artefakt ist ja etwas von dem alten Archimedes, der irgendwie damit Zeitrisse lokalisieren konnte oder herstellen konnte, wie auch immer. Und Helena, was der Indiana Jones nicht weiß, ist nicht die Person, die sie vorgibt zu sein. Denn sie ist keine normale Archäologin. Denn sie ist zwar zum Teil Archäologin, aber sie möchte nicht, dass die Dinger in irgendein Museum gestellt werden. Sondern sie verkauft sie gerne an den Meistbietenden. Und so ein Rad des Schicksals, dieses Rad des Schicksals, das passt doch ganz gut für irgendjemanden, den sie da bestimmt damit irgendeine Freude machen kann und sich natürlich dann auch. Ja, aber das weiß unser Indy nicht, gibt ihr das Teil und ein paar alte Bekannte von Indiana Jones tauchen dann auf einmal auf, beziehungsweise die Handlanger von ihm, denn er hat das Rad des Schicksals, dieses Teil damals von den Nazis gestohlen. Und einer dieser Menschen ist da momentan dabei, sich das auch alles wieder zu besorgen. Und zwar ist das der Jürgen Voller, gespielt von Mack Mikkelsen. Und der hat seine Leute darauf angesetzt, Indiana Jones zu finden und somit auch das Teil vom Rad des Schicksals zu finden. Und dann halt zu gucken, dass sie das andere Teil kriegen, damit er die volle Kontrolle über dieses Artefakt hat. Ja, so viel mal zur Story. Also Indiana Jones, also ich habe mir im Vorfeld alle Indiana Jones Filme mal angeguckt. Und ich habe mir natürlich dann auch Indiana Jones 4 angeguckt. Und ich muss sagen, dass der vierte Teil schon nicht mehr an der Qualität von den ersten drei Teilen heranreichte. Er war zwar okay, aber auch nicht schlecht. Er konnte an der Qualität von 1 und 3 nicht mithalten. Und genauso ist es auch mit Teil 5. Teil 5 finde ich zwar stellenweise besser als Teil 4, aber der Film ist zu lang. Der Film geht über 2 Stunden, 2 Stunden 22, um genau zu sein. Ey, manche Stellen, die ziehen sich so extrem, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Aber kommen wir mal zuerst mal zu den guten Sachen. Harrison Ford hat man digital verjüngt für die Szenen, die damals in der Nazi-Zeit passiert sind. Ey, und das sieht echt gut aus. Es haben sich ja schon viele an dieses Re-Aging, so nennt sich das in der Fachsprache, versucht. Und bei vielen sah das absolut bescheuert aus. Aber hier sieht das verdammt gut aus. Man denkt wirklich, man hat den Indiana Jones aus den 80er Jahren heute in diesem Film mit drin. Also dafür großen Respekt. Und auch, dass ein Harrison Ford sich mit 80 Jahren noch so viel antut, auch großen Respekt. Aber ich finde, man sollte hier und jetzt auch die Sache ruhen lassen. Klar, man könnte jetzt natürlich auch nochmal einen 6. Teil machen, aber brauchen wir das? Nein, haben wir den 5. Teil gebraucht? Auch nicht wirklich.
Aber ja, kommen wir mal zu den anderen Aspekten. Die Actionsequenzen, die sind echt gut. Es gibt ein paar gute Verfolgungsjagden, die haben mir echt ganz gut gefallen. Fand ich auch teilweise nicht unkreativ, wie sie das gemacht haben. Aber es gibt auch wieder so andere Szenen, wo man dann wirklich gemerkt hat, das sind unnötige Lückenfüller. Die hätte man jetzt wirklich kürzen können. Und dann hätte man den Indiana Jones Film, so wie die anderen Indiana Jones Filme auch, auf 2 Stunden gehabt. Dann wäre das ein bisschen knackiger gewesen. Aber so hat man es wirklich so ein bisschen, ja. Als wenn man sagen wollte, ja, wir stehen auch kurz vor der Rente, wir können nicht mehr so schnell, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass man den Film wirklich so lang gezogen hat. Es hat der Story nicht gut getan und, ja, ob es den Schauspielern gut getan hat, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt sein. Aber kommen wir mal zu den richtigen Negativpunkten. Abgesehen davon, dass der Film zu lang ist. Ich weiß nicht. Also, die ersten 3 Teile, man wirklich auch so Relikte finden, dies, das und so. Man hat ja auch ein paar gute Aspekte aus den alten Filmen aufgegriffen. Man hat ja auch sogar den einen oder anderen Auftritt von den älteren Kollegen sogar mit dabei, aber ich spoiler jetzt nicht wen. Ja, man hat aber so viel mehr vielleicht rausholen können, aber man wusste irgendwie auch nicht so richtig wie. Und deswegen, also ich muss sagen, ich bin da bei dem Film so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand den keine Vollkatastrophe, aber ich finde ihn zu lang und dadurch sind natürlich dann viele Schwächen des Films einfach mir ins Auge gesprungen. Und sonst, wenn man sich so die anderen Akteure da so ansieht, es ist eigentlich alles okay. Die Schauspieler machen alle ihre Aufgaben gut, die sie da machen sollen. Aber man sollte jetzt wirklich die Indiana Jones-Reihe ruhen lassen. Ich habe jetzt gehört, es kommt da nochmal ein Videospiel. Okay, wenn man das als Videospiel nochmal irgendwie weiterführt, alles klar. Solange man auch wirklich dann den Originalstimmen mit reinnimmt, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Bei jedem Videospiel ist es okay. Kann man das mal machen und dann mal gucken, ob das ankommt, wenn das Spiel wirklich gut wird. Aber bitte keinen neuen Film mehr. Also, das muss jetzt hier und jetzt einfach enden. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies. Und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, man hat wirklich versucht, eine interessante und kreative Story zu basteln, um Indiana Jones nochmal kurz vor der Rente nochmal ein Abenteuer zu ermöglichen. Ist die Story gut? Ja, geht so, weil man hat mit 2 Stunden 22 das einfach alles viel zu lang gezogen. Und dadurch sind halt diverse Schwächen halt offenbart. Denn viele Sachen sind zu lang gezogen und dadurch hat man wirklich dann, im Gegensatz zu den anderen Teilen, die wirklich ein knackiges Erzähltempo hatten, hat man hier wirklich so ein bisschen, ja, wie so ein Rentner, der nicht so in die Gänge kommt, teilweise, und sich dann hinterher dann doch überschlägt, um dann wieder Tempo gut zu machen, fand ich jetzt nicht wirklich gut. Was aber wirklich gut war, war dieses Re-Aging, da muss man sagen, absolut top. Die Leute, die das gemacht haben, haben wirklich ihren Job verstanden, wissen wirklich, wie man das macht. Also da gebe ich schon mal ein großes Respekt raus. Und auch, dass ein Harrison Ford sich mit 80 Jahren, ist der Mann mittlerweile kaum zu glauben, sich da noch so vieles antut, muss man auch sagen, großes Respekt. Genauso wie Mads Mikkelsen. Hey, den fand ich als Bösewicht echt gut. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Und auch hier Phoebe Waller-Bridge, also die Helena Shaw, das Patenkind gespielt hat. Echt interessant. Also die hat auch wirklich einen guten Job gemacht. Man hat ihr wirklich die Rolle abgenommen. Aber auch genauso wie bei den Passagen, die dann einfach viel zu lang waren, da konnten selbst die besten Schauspieler da nicht drum herwegtäuschen, dass ja, man jetzt gerade irgendwie so einen Lückenfüller hatte.
Und das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, es sollte jetzt auch wirklich der letzte Indiana Jones Film sein, denn es muss nicht sein. Und ja, somit gebe ich den Film. Ja, weil er wirklich. Oh, es ist schwer. Der Film ist keine Vollkatastrophe. Der Film ist eigentlich ganz gut. Aber ja, er ist zu lang. Er hat hier und da so seine Schwächen dann in der Story und so. Weil er halt zu lang ist. Ja, komm, ich gebe inzwischen 3 und 4 Totenköpfen, wo ich mehr an die 4 als zu 3 tendiere. Aber darüber hinaus geht's nicht, nee. Also dafür waren dann doch zu viele Sachen, wo ich sagen muss, Leute, das war nicht gut, beziehungsweise ihr habt da diverse Dinge einfach zu lang gezogen. Nee, gefiel mir dann nicht. Und somit ist das dann mit 3 bis 4 Totenköpfen ist das dann in Ordnung. Kann man dann so machen. Den Film kann man sich auf jeden Fall angucken. Vor allen Dingen sollte man sich so einen Film auch im Kino angucken. Weil da wirkt er einfach mit am besten. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch den Abo und den Like-Button und schaut auch mal unten in der Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Und sobald ich Informationen habe, wo es Indiana Jones und das Rad des Schicksals dann auf Blu-ray oder so gibt, werde ich das auch mit unten reinpacken, damit ihr euch das dann später, falls ihr euch das Video irgendwann mal anschaut, euch bestellen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.